Schon vor zehntausenden Jahren wussten unsere Vorfahren, wie man sich das Leben leichter machen kann. Sie haben schon Feuer gemacht und gejagt haben sie Pferde, Bisons und Rentiere. Da haben die jetzt nicht nur ein Schnitzel rausgeschnitten, sondern die haben da wirklich alles verwendet. Es war Steinzeit. Grundsätzlich war der Alltag so wie bei uns, ja. Ich würde sagen, viel weniger Stress. Das zeigt, das war Kannibalismus. Wurden die quasi von den lokalen Neandertalern abgemurkst? Spannende Aussagen. Aber wie kommen die Forscherinnen und Forscher zu diesen Erkenntnissen? In den Kalkfelsen der Schwäbischen Alb verbergen sich Hinweise darauf, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Im Hohlefels graben Forscherinnen und Forscher der Universität Tübingen schon seit mehr als 40 Jahren. Sie entdecken dabei immer wieder Erstaunliches im Lehmboden der Höhle. Wir graben Geschichte aus. Wir versuchen, Artefakte des frühen modernen Menschen und dort unten bei meinen Kolleginnen des Neandertalers zu finden. Wir wollen natürlich herausfinden, was ist mit dem Neandertaler passiert, wie hat er gelebt. Es geistert ja so rum, dass Neandertaler hauptsächlich Großwild gegessen haben. Ja, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wir haben ja auch, dass sie Kleinsäuger genutzt haben, zwar auch Fleisch zugegeben, aber auch Fische. Woher weiß Alexander Janas das? Noch heute gibt es in der Nähe der Höhle fischreiche Gewässer. Aber die Fische konnten nicht auf natürliche Weise in die Höhle gelangen. Es ist also klar, die tierischen Überreste wie Gräten oder Knochen wurden von Menschen als Abfall ihrer Mahlzeiten zurückgelassen. So wissen wir, was unsere Vorfahren in der Steinzeit gegessen haben. Zumindest auf der Schwäbischen Alb. Wir können hier natürlich nur sehr regionale Aussagen treffen. Was wir hier vorfinden, ist ganz anders als das, was zum Beispiel in Frankreich passiert, wo wir direkt einen Übergang haben vom modernen Menschen und sogar Schichten, die sich immer wieder abwechseln. Was kommt bei den Ausgrabungen in Frankreich ans Tageslicht? Bei Saint-Césaire befindet sich eine bedeutende Fundstätte, die vor mehr als 40.000 Jahren von Neandertalern als Lagerplatz genutzt wurde. Isabelle Crèvecoeur und Hélène Rougier graben hier im Auftrag der Universität Bordeaux nach den Spuren, die die früheren Bewohner hinterlassen haben. Vorsichtig wird das Sediment abgetragen. Die so freigelegten Fundstücke geben den Forscherinnen einen Einblick in die Lebensweise der Neandertaler. Das ist ein Pferdezahn. Wenn wir so etwas finden, wo wir Steinwerkzeuge und Tierknochen miteinander verknüpfen können, dann wissen wir, eine Menschengruppe war auf der Jagd und sie haben die Tiere hier zerlegt, um an das Fleisch zu kommen und es zu essen. Es gibt Hinweise darauf, dass das Pferd wirklich als Nahrung diente und nicht zufällig hier verendet ist. Menschen haben Spuren auf diesen Tierknochen hinterlassen. Man sieht hier ganz, ganz feine Linien. Die wurden mit einem Steinmesser hineingeritzt, als jemand damit das Fleisch vom Knochen geschnitten hat, um es zu essen. Dass solche Spuren tatsächlich von Steinwerkzeugen stammen, beweist die Arbeit von Experimentalarchäologen wie Rudi Walter. Er testet an einem vergleichbaren Objekt, ob das, was man sich aus den Funden zusammenreimt, wirklich stimmt. Und ja, die Spuren, die er heute auf den Knochen hinterlässt, entsprechen denen, die vor 40.000 Jahren entstanden sind. Da haben die jetzt nicht nur ein Schnitzel rausgeschnitten, sondern die haben da wirklich alles verwendet. Angefangen von den Hufen, da gibt es manchmal Schnittspuren hier auf den Knochen, die kann man zu Rasseln verarbeiten und zu Schmuck. Natürlich die Haut des Fell des Tieres für Kleidung, für Zelte, für Kochtöpfe, man kann in der Haut auch kochen. Die Sehnen hier auf dem Knochen, die waren getrocknet und dann aufgefasert. Und kann die dann in ganz viele feine Stränge zerlegen. Und dann gibt es ein
unwahrscheinlich festen Faden, den ich hier so gut wie nicht abreißen kann. Mit Steinzeitmethoden ein Reh zu zerlegen, hat also einen konkreten wissenschaftlichen Nutzen, weil es die Hypothesen der Forscherinnen und Forscher widerlegt oder bestätigt. Aber nicht nur an, sondern auch in den Knochen stecken wertvolle Informationen über das Leben unserer Urahnen. Die versucht Sarah Pedersani mit Hilfe der Isotopenanalyse aufzudecken. Also Isotope sind eigentlich quasi zwei Versionen des gleichen chemischen Elementes. Also wenn man jetzt ein chemisches Element nimmt, zum Beispiel Kohlenstoff, es gibt eben quasi den kleinen und den großen Bruder. Und sie kommen eigentlich überall vor. In mir sind verschiedene Isotope, in diesem Stein, auf dem ich sitze, sind verschiedene Isotope. Und das Mengenverhältnis der Isotope, zum Beispiel Strontium oder Schwefel, unterscheidet sich von Ort zu Ort. Mit Trinkwasser und Nahrung nimmt jeder Mensch diese Isotope auf. Solange seine Knochen und Zähne wachsen, werden sie darin eingebaut. Die Isotope bilden also vor allem ab, wo jemand seine Kindheit verbracht hat. Und selbst wenn die Person später weit herumkommt, kann man mit Hilfe der Knochen rekonstruieren, ob sie an ihrem Sterbeort auch aufgewachsen ist. Bestimmte Isotope sind so stabil, dass man sie auch nach hunderttausenden Jahren noch in Knochen und Zähnen nachweisen kann. Weil jede Region ihren eigenen isotopischen Fingerabdruck hat, kann man damit die Herkunft einer Person auf eine bestimmte Gegend eingrenzen. Mit Isotopenanalysen lässt sich sogar herausfinden, was diese Menschen damals gegessen haben. Denn die Zusammensetzung von Stickstoff in den Knochen unterscheidet sich je nach Ernährung. Du bist, was du isst. So lässt sich zum Beispiel bestimmen, ob sich jemand eher von Fleisch oder vegetarisch ernährt hat. In manchen Fällen können Experten sogar rekonstruieren, welche Art von Fleisch hauptsächlich gegessen wurde. Das funktioniert für Menschen und Tiere gleichermaßen. Die Nahrung dieser Hirsche wird quasi in ihren Knochen und Zähnen verewigt. Das hier ist ein Zahn, der ist ungefähr 1,5 Millionen Jahre alt. Ein kleines Fragment von einem Hirschzahn. Und da kann man so ein bisschen sehen, dass ich quasi mit einem, da habe ich so einen ganz kleinen Bohrer genommen, so einen Zahnarztbohrer im Prinzip, und habe so ein ganz, ganz bisschen kleines Pulver hier rausgebohrt. Und dann habe ich eben am Ende, so habe ich hier unten mein Pülverchen drin. Und das wiegt man dann in so ganz kleine Folienkapseln rein. Und dann macht man eben im Massenspektrometer die Analyse und bekommt dann halt die von jeder einzelnen Probe die Isotopendaten aus der Maschine raus. Aus diesen Daten kann Sarah Pedersani viele Schlüsse über das Tier und seine Umgebung ziehen. Was für eine Sorte Pflanzen hat dieser Hirsch gegessen? Also waren das eher Gräser oder eher zum Beispiel so Baumblätter oder irgendwie so Büsche? Und auch unter was für Bedingungen sind diese Pflanzen gewachsen? Also war es eher trocken und warm oder eher hat es mehr geregnet oder war ein bisschen kälter? Und dann sitze ich so in meinem Labor und weiß genau, okay, ich habe da jetzt was total Spannendes rausgefunden und außer mir weiß das noch keiner. Und das macht für mich auf jeden Fall total viel Spaß. Die Isotopenanalyse ergänzt also die äußerliche Untersuchung der Knochenfunde. Beide Methoden liefern Hinweise darauf, dass damals nicht nur das Fleisch von Tieren auf dem Speiseplan stand. Wir haben solche Spuren auch auf Neandertalerknochen. Und auch da ist es so, dass daran herumgeschnitten wurde, um das Fleisch zu entfernen. Außerdem wurden manche aufgebrochen, um an das Knochenmark heranzukommen. Wir haben diese Spuren mit denen verglichen, die auf Tierknochen hinterlassen wurden. Und sie sind identisch. Also können wir sagen, diese Neandertalerknochen wurden genau so behandelt wie die Knochen der Tiere, die von den Menschen hier gegessen wurden. Damit ist klar, das war Kannibalismus. Die Knochen dieser Kannibalismusopfer stammen aus der Goyer-Höhle in Belgien. Hier wurden die Überreste mehrerer Neandertaler gefunden. Nicht alle trugen Schnittspuren und eine Isotopenanalyse zeigte, dass auch nicht alle von ihnen in dieser Gegend aufgewachsen waren. Und was super spannend ist, ist, dass das eben auch genau die Individuen sind, wo sich Schnittspuren an den Knochen finden, wo man eben sehen kann, okay,
da ist eine Form des Kannibalismus hat stattgefunden. Und zwar nur mit den Individuen, die von woanders hergekommen sind. Schon damals hat man also nicht immer freundlich auf Zuwanderer reagiert. An der Ostküste Südafrikas, nahe des Örtchen Sibudu, ist ein Team der Universität Tübingen unterwegs zu einer besonders interessanten Fundstätte. Um den Ausgrabungsort zu erreichen, muss das Archäologenteam einiges auf sich nehmen. Ein Fluss versperrt den Weg und es gibt keine Brücke in der Nähe. Am anderen Ufer wartet dann noch eine Kletterpartie. Doch die Strapazen lohnen sich. Denn unter diesem Felsüberhang haben Menschen über einen Zeitraum von 100.000 Jahren immer wieder Schutz gesucht und dabei viele Gegenstände und Abfälle zurückgelassen. Sibudu ist unglaublich fundreich. Wir haben einzelne Eimer Sediment, weniger als 10 Meter, die Tausende, Zweitausende Steinartefakte drin haben. Die Funddichte hier ist enorm. Viele dieser Funde sind speziell angefertigte Steinspitzen. Und an manchen davon kann man Hinweise finden, wie sie einst an Pfeilen oder Speeren befestigt wurden. Ich schaue mir gerade eine Steinspitze an, die wahrscheinlich mit einem ockerhaltigen Kleber befestigt wurde. Um Klebstoffe herzustellen, muss man mehrere Schritte planen. Wenn wir das genaue Rezept entschlüsseln können, verrät uns das sehr viel. Um das Rezept zu testen, kommt Experimentalarchäologe Rudi Walter wieder ins Spiel. Er verwendet die gleichen Zutaten, die an der Steinspitze festgestellt wurden. Und zwar haben wir in Südafrika, in Sibudu, Reste eines roten Materials gefunden auf den Steinspitzen. Und das hat sich herausgestellt als Mischung aus Bienenwachs mit Baumharz und Rötel vermischt. Diese Mischung wird im Feuer erhitzt. Heraus kommt eine zähflüssige Masse, die beim Abkühlen aushärtet und sich tatsächlich dazu eignet, eine Steinspitze an einem hölzernen Schaft festzukleben. Das Ganze umwickelt Rudi Walter noch mit einer Sehne, um es stabiler zu machen. Speere waren die wahrscheinlich wichtigsten Jagdwaffen in der Steinzeit. Und spätestens vor 18.000 Jahren gab es dazu ein bahnbrechendes Upgrade. Die Speerschleuder. Ein Stück Holz oder Knochen, das den Wurfarm verlängert. So kann der Speer deutlich stärker beschleunigt werden. Der direkte Vergleich? Der erste Wurf aus der bloßen Hand. Der zweite? Mit der Speerschleuder. Mehr als doppelt so weit. Größere Effizienz und mehr Komfort spielten also schon in längst vergangenen Zeiten eine große Rolle für die Menschen. Das könnte auch erklären, warum gerade der Platz unter dem Felsüberhang von Sibudu so beliebt war. Menschen haben hier über die letzten 120.000, 130.000 Jahren nicht kontinuierlich, aber sehr, sehr oft hier gewohnt. Der Grund ist, die Lage ist sehr geschützt vom Wetter. Es gibt auch natürlich eine Wasserquelle im Fluss. Es gibt eine reiche Tierwelt hier um unser Umfeld. Man kommt schnell und relativ harmlos hier rein. Aber ich denke, man konnte auch in der Vergangenheit hier ganz ruhig schlafen und gut leben, ohne dass es eine Gefahr gibt, dass unerwartete Gäste plötzlich auftauchen. An den Kriterien für die optimale Wohnlage hat sich also seit der Steinzeit gar nicht so viel geändert. Forschung über unsere Vorfahren verrät uns immer auch etwas über uns selbst.